Mein Name ist David. Ich habe meinen Freiwilligendienst damals in den Jahren 2012, 13 im Chaco, das ist im Norden Argentiniens, geleistet. Ich war da in dem Projekt der evangelischen Kirche, dem Proyecto con el Corazón Abierto, und habe zusammen mit meiner Mitfreiwilligen eine Kinder- und Jugendgruppe geleitet. Wir haben mit den Kindern und Jugendlichen ein bisschen Sport, ein bisschen Basteln gemacht, aber auch Musik- und Englischunterricht gegeben. Mitgebracht habe ich hier ein Buch des uruguayischen Schriftstellers Eduardo Galeano, in dem er Gedichte, Kurzgeschichten und auch Märchen aufgeschrieben hat. Das ist zugegebenermaßen kein Unikat, aber für mich war damals ein wichtiger Zugang zur Sprache und auch zur Kultur, die Literatur. Ich habe damals viel gelesen und das war mir einfach wichtig. Das war mein Lieblingsschriftsteller, und jetzt in Deutschland, wann immer ich das lese, dann bekomme ich wieder so ein Gefühl einfach, wie es damals war. Deswegen ist mir das wichtig. Also es ist natürlich ein erster und wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit. Man ist in einem Land, das fern von der eigenen Heimat ist, dessen Sprache man jedenfalls am Anfang nicht gut spricht und dessen Kultur auch ein bisschen anders ist. Das ist nicht immer eine schöne Erfahrung, aber es ist auf jeden Fall eine wertvolle, und die bringt einem dann auch im weiteren Leben, glaube ich, viel. Und es ist natürlich einfach auch nochmal eine andere Perspektive auf das Leben. Das fühlt sich anders an, es sieht anders aus, es riecht und schmeckt anders. Ich finde das wichtig, dass man das auch mal einfach mitgemacht hat. Und das muss man einfach erfahren haben selber. Zwei Sachen. Erstens, seid euch eurer Schwächen bewusst und vertraut auf eure Stärken. Und zweitens, habt keine Angst. Das sind einfach ganz normale Menschen, mit denen ihr da arbeiten werdet. Macht's einfach.